Wer könnte das gewesen sein? Oh, das war knapp. Gut, dass ich das jetzt gerade eben gemacht habe. Bevor sie rausgekommen ist. So Leute, was habt ihr zu sagen, dass er tot ist? Zwei Leute sind tot. Und wofür? Eine Truhe voller Münzen. Wie erbärmlich. Nels der Freche. Jemand hat den Mann ermordet. Aber wer? Und aus welchem Grund? Wir werden es vielleicht niemals wissen. Ja, da hast du recht. Vielleicht. Passt auf euch auf, soweit das überhaupt möglich ist. So, was hast du zu sagen, liebe Dame? Oh nein, jetzt sind schon zwei von uns tot. Was geht hier vor? Nels der Freche? Na gut, ich habe mir aus dem Mann nicht so viel gemacht. Das heißt aber noch nicht, dass ich ihm den Tod gewünscht habe. Tja. Bleibt lieber in Sicherheit, soweit das... Ich muss sein Gold sicherstellen. Dem Toten nützt es nämlich nicht viel. Hoffentlich kommt dir das nicht komisch vor. Falls doch, hier, trink ein Bier. Es tut gut. Es beruhigt die Nerven. Aber die Dunkelelfin müsste jetzt alleine sein. Hallo, wo bist du? Ich bin gekommen, um dich zu holen. Upp. So, was hast du so? Oh, 29 Gold. Gut. Dann hätten wir die auch schon mal aus dem Kopf. Hast du schon das Neueste gehört? So viele Leute sind tot. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich mich noch trauen kann. Ja, gell? Warum bloß? Oh, es tut mir leid. Meine Nerven. Ich möchte nur heraus. Drei Leute wurden umgebracht. Ich habe solche Angst. Oh mein Gott, die tut mir schon fast leid. Die dunkle Elfin klang mir schon zu verrückt. Der Nels, dieser Nord, war einfach nur ein Säufer. Neville, der Wächter, der war mir sowieso unsympathisch. Dieser reiche Sack, der noch lebt, gut, da war, von dem kann ich mir nicht wirklich ein Bild machen, aber die scheint echt nett zu sein. Ich will sie nicht töten. Ja, das arme Mädel ist tot. Wie schade. Tja, da wird sie das Gold wohl nicht finden, was? Gut, ich habe Meinung geändert. Die ist doch nicht so toll drauf. Einer nach dem anderen erledigt. Es muss einen Weg geben, aus diesem Höllenhaus zu entkommen. Und ich muss sagen, ich kann mich sogar eigentlich noch dran erinnern. Wo ist der Nord hin? Ich kann mich eigentlich noch dran erinnern, dass wenn man eine Weile lang nichts getan hat, dann fängt irgendjemand anderes im Haus an, die Morde auszuführen. Na, wo ist der Nord? Hat er sich schlafen gelegt? Der Reiche. Komisch. Sehr, sehr verdächtig. Hier unten ist er nicht. Der war doch vorhin noch unten. Hier ist sie. Dann muss er hier oben irgendwo sein. Ah. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, ob die Tussi auf mich losgeht. Sie weiß ja jetzt, alle sind tot außer uns beiden. Dann müsste sie eigentlich wissen, wer der Mörder ist. Das war's dann also. Nur noch ihr und ich. Ich bin ganz gewiss kein Mörder, also... Sie sind tot. Jeder einzelne tot. Warum? Was geht hier vor sich? Wir müssen hier weg. Also komm, tu mal nicht so. Als ob du nicht wüsstest, dass ich der Mörder bin, ja? So. Gut, das war nicht schwer. Aber eine geile Mission. Und warum hat man die ganzen Leute getötet? Nur weil sie angeblich Schulden bei irgendeinem Kerl hatten. Ach ja. Aber das gehört eben einfach zum Job, wenn man in der dunklen Bruderschaft angehört. Da muss man sich manchmal solcher Sachen annehmen. Dann wollen wir mal zurück und unsere Belohnung sowie unseren Bonus holen. Und hoffentlich fällt der Bonus diesmal wieder schön geil aus. Morgen. Morgen. Wusch. Ach, das darf ich ja nicht vergessen. Ich muss mal hier anfangen, wieder ein bisschen Illusion zu trainieren. Yay, und ich habe mal einen Skill abgekriegt.
Und dank einem von euch, vielen Dank nochmal dafür, wurde ich aufmerksam gemacht, dass zu Illusion die Statistik Charisma gehört. Das habe ich bis jetzt immer übersehen beim Punkteverteilen. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber na gut, jetzt weiß ich es und ab jetzt wird auf Charisma gesetzt. Wie schön euch zu sehen. Braucht ihr irgendetwas? Nein, danke, noch nicht. Ochiwa! Ochiwa! Nee, nicht du, Vincente. Du hast keine Aufträge mehr für mich. Du bist doof. Ich möchte meine Belohnung. Hier sie auch nicht. Wie schön euch zu sehen. Braucht ihr irgendetwas? Vielleicht trainiert sie wieder. Ochiwa? Ah, da bist du ja. Eure Anwesenheit. Gute Arbeit. 50 Gold. Toll. Ihr habt nicht nur die 5 Gäste getötet, sondern auch Schrecken und Trauer verbreitet. Ihr habt euch Lohn und Bonus redlich verdient, Assassine. Ich gebe euch nun den Segen der Mutter der Nacht. Möge sie euch begleiten und eure Hand führen, wenn ihr im Einklang mit den 5 Geboten handelt. Wow. Habt ihr gerade eben während des Gesprächs links oben auf die Bildschirmecke geachtet? Ha, so viele Boni gekriegt auf die ganzen Werte. Und es scheinen dauerhafte Boni zu sein? Wird es als mir als Buff angezeigt? Aktive Effekte. Ne, also wahrscheinlich habe ich einfach dauerhaft 2 Punkte auf die ganzen Sachen gekriegt. Wow, cool. Und wir haben als Belohnung einen Zauberspruch gekriegt. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Oder vielleicht auch nicht. Hier, dieses Ei, eine Eigenschaft haben wir dazu bekommen. Segen der Mutter der Nacht. Hier steht es in Klammern. 2 Punkte auf Schleichen, 2 Punkte auf Sicherheit, auf Akrobatik. Cool, sehr schön. Das war wahrscheinlich der Bonus, also hoffe ich mal, zu den 50 Gold. Seid aufs Neue gegrüßt, Assassine. Wenn ihr bereit seid, habe ich einen sehr wichtigen Auftrag für euch. Dieser Auftrag wurde von der Schwarzen Hand persönlich gut geheißen. Ich kann zwar nicht wirklich gut Geld mit euch verdienen, aber hau rein. Erzähl mir, was gibt es? Was soll ich tun? Sagt euch der Name Adamus Philida etwas? Die Plage von der kaiserlichen Legion? Es wird höchste Zeit, dass er zu Sitis befördert wird. Glaubt ihr denn, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid? Ja, sicher. Ich glaube, das war der Kerl, der irgendeine tolle Prunkrüstung in der Kaiserstadt immer anhatte. Es wäre mir eine Ehre, ich nehme an. Adamus Philida hat seine Dienstzeit damit zugebracht, Nachforschungen über die dunkle Bruderschaft anzustellen, unsere Aufträge zu vereiteln und unsere Brüder zu töten. Wir haben versucht, Philida aus dem Weg zu räumen, sind aber 3-mal gescheitert. Oh. Er ist ein mächtiger Mann und war von mächtigen Verbündeten umgeben. Jetzt hat die Nervensäge der Legion endlich das Ende ihrer Dienstzeit erreicht. Adamus Philida hat sich zur Ruhe gesetzt. Philida darf dieser Triumph nicht gegönnt werden. Ihm ist ein finstereres Schicksal vorbestimmt. Philida lebt jetzt in Lejavin als Ehrengast der dort stationierten Soldaten in der Kaserne der Stadtwache. Er ist verwundbarer als je zuvor. Interessant. Was muss ich tun, Ochiwa? Die Schwarze Hand hat die Verwendung der Rose von Sitis zugelassen. Dies ist ein magischer Pfeil, der mit einem besonderen Zauber belegt wurde, um sein Ziel zu töten. In diesem Falle also Philida. Der Pfeil braucht Philida nur irgendwie zu treffen, um ihn zu töten. Doch er kann keinen Panzer durchdringen. Wenn ihr auf Philida schießt, während er seine Rüstung trägt, verschwendet ihr die Rose. Begebt euch nach Lejavin. Sucht Philida. Ermittelt, was er wann tut. Findet heraus, wann er diese vermaledeite Legionärsrüstung ablegt. Und dann überbringt ihm die Rose von Sitis. Tötet Philida, wie es euch beliebt, mit oder ohne Rose. Und ihr habt den Auftrag erfüllt. Aber wenn ihr einen Bonus wünscht, reicht dieser Mord nicht aus. Ihr müsst auch eine Nachricht überbringen.
Wenn Philly da tot ist, schneidet ihm den Finger ab, an dem er den Siegelring der kaiserlichen Legion trägt. Deponiert diesen Finger im Schreibtisch von Philiders Nachfolger in der Kaiserstadt, in seiner Schreibstube in der Gefängniskaserne. Wenn euch dies gelingt, habt ihr euch einen Bonus verdient. Also müssen wir noch ein Exempel statuieren. Nachdem wir ihn gekillt haben, nochmal schön den Nächsten warnen. Quasi so nach dem Motto, legt euch nicht mit der dunklen Bruderschaft an oder euch wird das Gleiche passieren. Kann sie uns noch etwas dazu sagen zum Auftrag? Adamus Philida soll im Ruhestand keinen Frieden finden. Nein! Seine Seele soll die ewigen Qualen erleiden, die nur diejenigen kennen, die sie Tis erzürnt haben. Na gut, dann kannst du mir wohl nichts mehr sagen. Geht nun, geschätztes Familie. Gut, dann haben wir den nächsten Auftrag und dann wollen wir uns auch gleich mal an die Arbeit machen, uns ein paar Informationen zu holen, wie wir denn diesen Auftrag am besten ausführen könnten.